So, ups, was ist denn hier los? So, und damit Hallöchen, herzlich willkommen. Was kommt denn der jetzt her? Irgendwas. So, machen wir den auch noch kaputt. Und damit Hallöchen, herzlich willkommen. Jetzt das, Maria. Zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin der Franconia. Und wir müssen hier hin. Ah ja, die Klinge der Göttin. Caesars Ankunft in Alexandria hat Kleopatras Vorhaben noch komplizierter gemacht. Genau, und das werden wir auch hier machen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Ziel. Der Skorpion. Kleopatra hat zwei weitere Namen in Erfahrung gebracht. Der Skorpion ist einer der ranghöchsten Mitglieder des Ordens der Ältesten. Na, gratuliere. So, und deswegen gehen wir heute rüber. Beziehungsweise gehen wir hier hin und sprechen mit Aya. Das heißt auf Deutsch heidnische Gerre. So, und dann hätte ich gesagt, legen wir los, Kamera läuft, Aufnahme läuft, meine ich. Legen wir los, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht mit der Hauptquest. Hallo Aya. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Nach Alexandria segeln? Wir machen erstmal nein und gucken jetzt aber doch noch, ob wir hier tatsächlich nichts mehr haben hier, was jetzt Quests angeht. Denn hier gibt es kein Zurück mehr und dann schreit es doch sehr danach, dass wir hier doch so ziemlich genau ans Ende dieses Let's Plays kommen, wie es aussieht. So, haben wir hier noch was? Hier haben wir nichts. Hier ist Wüste, 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 Ente, 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 Siva, Alexandria, hier haben wir nur das Meer. Hier vielleicht noch was. Hier schaut es aber auch ziemlich kahl aus. Gut, dann hätte ich gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Gehen wir es an. Oha, scheint jetzt doch was Größeres zu werden. Ich bin begeistert. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht, es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja, sie ist die wahre Göttin. Dort, siehst du das? Aya, zeigst du Bayek schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit. Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln,
dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit den Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört. Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaufen. Sie wollten Antiochia angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch von Anstand. Nur einen Hauch. Selbst ein Hauch ist schwer zu wagen. Er spricht! Der große Metzschei! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Ptolomäa! Verbrennt sie! Brandbomben, Baby! Lala! Wir werden lass die Pfeile fliegen! Hey, lass sie rennen! Von unserem Feuer! Deckt sie ein, Männer! Fahrt an! Normale Fahrt! Brandbomben, Baby! Normale Fahrt! Auf geht's! Auf geht's! Normale Fahrt! Mehr Geschwindigkeit! So, wir drehen mal hier im um. Im Rhythmus bleiben! Erhöht das Tempo! Erhöht die Schlagzahl! Fahrt an! Normale Fahrt! Sehr gut gemacht! Das Seefahren liegt dir im Blut! Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Kapitän, mein Schild riecht wie Holzkohle. Du musst es. Bitte sei still. Wir machen weiter. Aber vorsichtig. Noch sind wir nicht in ruhigen Gewässern. Nee, noch haben wir 3 Kilometer vor uns und ich fürchte... Na, die Jungs schauen auch noch recht fit aus. Ja, ich denke, da werden noch 2 Wellen kommen. Befürchte ich. So. Da! Noch mehr vom Ptolemaios Schiffen! Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadet werden Rays Pfeile spüren. Schön ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen. Alala! Alala! So, wir stimmen mal voll drauf zu. Die Flotte erwartet Befehle, Euer. Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen. Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann. Alala! Erhöht die Schlagzahl! Spare nicht mit Munition! Klotzen, nicht kleckern! Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Die Flotte erwartet Befehle! Ein Zeichen! Und es wird Feuer auf sie herabregnen! Erhöht das Tempo! Wer war nochmal der Gott des Feuers? Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist! Die Flotte erwartet Befehle! Ein Zeichen! Und es wird Feuer auf sie herabregnen! Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann! Alala! Fahre nicht mit Munition! Klotzen! Nicht kleckern!
Das hat uns voll... Wer war nochmal der Gott des Feuers? Weck ihn auf! So, Freunde. Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist. Die Flotte erwartet Befehle. Brandbomben, Männer. Ein Zeichen und es wird Feuer auf sie herabregnen. Wer war nochmal der Gott des Feuers? Brandbomben, Jungs. Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist. Spare nicht mit Munition! Klotzen, nicht kleckern! Erhöht das Tempo! Das ist kein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann! Alala! Schneller! Wer war noch mal der Gott des Feuers? Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist! Zugleich, normale Fahrt! Yes! Läuft doch gut ganz bisher. Die Luft stinkt und nicht nach Männerschweiß. Was ist das? Halt, Foxy, das! Sieh dort, auf dem Wasser! Zwei Schiffe versenkt! Ich hab Ptolemaios, aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer bei Zeus Eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Alter! Sie schicken eine Oktere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Kopf hoch, alter Mann! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als... Alter, was jetzt? Ach, jetzt brennt die ganze Bude ja noch. Nein! Ich glaube, wir müssen erst die einen nehmen, oder? Ach Gott. Zwei Schiffe versenkt! Ich hab Ptolemaios. Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer bei Zeus Eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl. Ja, mein Kapitän. Alala! Sie schicken eine Oktere, eine schwimmende Stadt. Verdammt, wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon. Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Männer, haltet euch fest! Der Mann, beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige! Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen! Ein Biest muss noch erlegt werden! Erhöht die Schlagzahl! Achtung! Mehr Tempo! Fahrt an! Achtung. Normale Fahrt! Feuer! Feuer! Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Deckung! Erhöht die Schlagzahl! Deckung! Verdammt! Nein! Deckung! Mehr Feuer. Geschwindigkeit! Wir rammen sie! Kommt schon! Feuer! Feuer! Normale Fahrt! Feuer. Leichte Schlagzahl! Feuer! Verdammt! Schneller! Wir rammen sie! Shit! Shit!
Okay, wir töten erst die einen. Boah, das ist jetzt schon ein bisschen eine Hausnummer, ne? Auf geht's! Zwei Schiffe versenkt! Ich hab Ptolemaios, aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer, bei Zeus Eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Brandbombenmänner! Sie schicken eine Oktere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Kopf hoch, alter Mann! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige! Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen! Ein Biest muss noch erlegt werden. Das hat uns voll getroffen! Das ist es, verdammt! Bereit zu feuern! Feuer! Mehr Geschwindigkeit! Schneller! Wir rammen sie! Schneller! Feuer! Brandbombenmänner! Brandbombenmänner! Im Rhythmus bleiben! Bereit zum Feuer! Feuer! Sachte! Sachte! Ja. Und Schlag! Schneller! Rudern schneller! Wir haben sie! Erhöht das Tempo! Nein! Wieder verkackt, ne? Alter, leg mich doch fett! Alter! Okay, der letzte schon ordentlich, ne? Zwei Schiffe versenkt! Ich hab Ptolemaios! Aber er hat eine schöne Marine! Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern! Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer, weil Zeus Eiern! Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken! Damastes! Gib den Befehl! Erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Sie schicken eine Oktere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Männer! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Kopf hoch, alter Mann! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige! Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen! Ein Biest muss noch erlegt werden. Feuer! Oder schneller! Im Rhythmus bleiben! Mehr Tempo! Erhöht die Schlagzahl! Normale Fahrt! Wir rammen sie! Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Auf geht's! Normale Fahrt! Feuer! Ja! Verdammt! Fahrt an! Wir rammen normale sie! Fahrt! Verdammt! Mehr Geschwindigkeit! Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! So, Männer. Wie machen wir es denn jetzt? Ja! Achtung! Nicht gut! Erhöht das Tempo! Achtung! Erhöht die Schlagzahl!
Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Achtung! Achtung! Aufprall! Im Rhythmus bleiben! Deckung! Feuer! Achtung! Ei, ei, ei. Schneller! Wir werden angegriffen! Rudert schneller! Deckung! Schneller! Wir rammen sie! Rudert schneller! Deckung! Im Rhythmus bleiben! Wir rammen sie! Mehr Geschwindigkeit! Okay, Freunde, aber es schaut nicht gut aus hier wirklich, ne? Wir werden angegriffen! Achtung! So, wir müssen jetzt hier ein bisschen taktisch vorgehen. Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Achtung! Deckung, Männer! Mehr Tempo! Schneller! Wir rammen sie! Erhöht das Tempo! Deckung! Auf geht's! Das ist der Rhythmus! Deckung! Erhöht die Schlagzahl! Wir werden angegriffen! Deckung, Männer! Normale Fahrt! Mehr Tempo! Rudert schneller! So, wir müssen jetzt hier tatsächlich... Mehr Geschwindigkeit! Achtung! Mehr Tempo! Erhöht das Tempo! Schneller! Wir rammen sie! Deckung. Erhöht die Schlagzahl! Feuer! Deckung! Im Rhythmus bleiben! Feuer! Wir werden Fahrt angegriffen! An. Normale Fahrt! Schneller! Schneller! Wir rammen sie! Mehr Geschwindigkeit! Achtung! Mehr Tempo! Schneller! Wir haben die Schlagzahl! Bereit zu feuern! Feuer! Achtung! So, Männer! Die Jungs schießen zurück. Ist aber kein feiner Zug von denen. Sorry, dass ich jetzt hier wenig rede. Wir werden angegriffen! Mehr Tempo! Achtung! Ja. Im Rhythmus bleiben! Deckung! Rudert schneller! Erhöht das Tempo! Schneller. Wir rammen sie! Mehr Tempo! Achtung! Mehr Geschwindigkeit! Feuer! Deckung! Wir werden angegriffen! Zugleich! Normale Fahrt! Normale Fahrt! Feuer! Leichte Schlagzeilen! Deckung, Männer!
Normale Fahrt! Schneller! Volle Kraft voraus, wir rammen sie, Männer! Rudert schneller! Deckung! Bereit zum Feuer! Feuer! Deckung! Schneller! Normale Fahrt! Auf geht's! So, wir drehen mal kurz ab nochmal. Entschuldigung, wenn ich hier doch wahnsinnig ruhig bin. Ach, shit. Shit. Jetzt habe ich echt nicht aufpassen, ne? Erhöht das Tempo! Nein! Im Rhythmus bleiben! Männer! Volle Kraft voraus! Erhöht die Schlagzahl! So gefällt mir das. Yeah. Die Götter haben Humor, ja. Damals, als ich dich traf, hat mich auch die Gefahr wieder entdeckt. Bayek, du bist ein glücklicher Magi. Allerdings. Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mein Blut fließt schneller in der Hitze des Gefechts. Bei Zeus! So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolomäus Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Eier. Genießt die Ruhe. Ich bleibe hier im Stahl. Flieht, ihr Narren. Ignoriert die Pfeile. Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin. Eieiei. Huh, er speichert. Sehr schön. So. Was? Wir spielen jetzt Aya, wie es aussieht. Kann das sein? Man weiß es nicht, ja? Wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken, liebe Freunde. Wir werden auch, denke ich, jetzt, da wir auch schon fast eine halbe Stunde haben, wenn wir, denke ich, hier eine Folgenpause machen. Wenn wir können, es sei denn, jetzt kommt wieder eine fette Sequenz, wovon ich jetzt mal ausgehe. Aber ich denke, wir werden auch Aya jetzt spielen, ne? Weil jetzt Aya hier ist. Könnte lustig werden, ich bin gespannt. Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Bewaffnet oder nicht, sie wird erkannt werden. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Und sitzt die Kleopatra dran einwickeln, oder was? Alter, dein Ernst, so liefere Kleopatra ab. Seid ganz natürlich. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht. Ja, mach mal. Aber morgen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ist die Königin wohl auf? Alles gut. Bei Assassin's Creed Origins. Macht's gut. Servus. Euer Franconia. Wer sind wir? Ich übernehme das Reden. Genau, der Rest hält's Maul. Also macht's gut, bis morgen. Ciao.